Herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Im letzten Part haben wir ein bisschen freies Spiel ausprobiert und wir haben die dunkle Bedrohung zu 46% abgeschlossen. Es geht weiter mit Angriff der Klonkrieger, Episode 2. Ich freue mich extrem auf die Episoden, weil jetzt kommen eigentlich nur noch gute Episoden. Episode 1 ist halt richtig ranzig. Weil sie so politisch ist. Man erlebt den Aufstieg von Palpatine und ansonsten passiert eigentlich nichts Spannendes. Und hier in Episode 2 haben wir schon viel mehr Action. Gut. Dann lese ich mal wieder. Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Es herrscht Aufruhr im galaktischen Senat. Mehrere tausend Sonnensysteme haben ihre Absicht erklärt, aus der Republik auszutreten. Diese Separatisten unter der Führung des mysteriösen Count Dooku machen es der kleinen Gruppe von Jedi-Rittern schwer, Frieden und Ordnung in der Galaxis aufrechtzuerhalten. Senatorin Amidala, ehemals Königin von Naboo, kehrt in den galaktischen Senat zurück, um an einer Abstimmung teilzunehmen, die über die umstrittene Aufstellung einer Armee der Republik zur Unterstützung der unterlegenen Jedi entscheiden soll. Genau. Das ist noch vor den Klonkriegen. Die eine richtig heftige Serie bekommen haben. Die erst, glaub, 2020 oder 2019 beendet wurde. Wir beginnen mit dem Landen von Coruscant. Sehr gut, Lieutenant. Captain Panaka wurde übrigens gefeuert. So wie es aussieht. Und er hat seine Pigmente gewechselt. Nein! Ich bin Amidala. Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Die Abstimmung ist von großer Wichtigkeit. Kommt! Ruf, aber sie haben jetzt hier überlebt. Ihr solltet eigentlich tot sein. Aber in dem Fall. Okay. Gut. Ich fühle mich. Wir haben mehrere Optionen, wo wir hingehen können. Ihr habt eure Pflicht getan. Genau wie sie ihre. Wir gehen nun zum Senat. Wir müssen zum Senat, deswegen. Das sind die Taxis auf der ganzen Map. Und das Wetter scheint heute ein bisschen trüber zu sein. Wollt ihr mitfliegen? Steigt ein! Gut, wir gehen. Aber wir können mit dem Charakter jetzt nicht zum Jedi-Tempel. Okay, krass. Wir gehen zum Senatsgebäude. Gute Reise. Ciao, ciao. Perfekt. Hier hat es auch zwei Cyberpricks irgendwo. Aber keine Ahnung wo. Wieso kann ich jetzt nicht zurück? Ah. Ah, es sieht so lebendig aus hier. Es gefällt mir richtig. Ich guck mal die Laternen an. Also die Lego Games haben sich recht gewandelt. So wie es aussieht. Okay, Amidala hat jetzt hier coolere Moves. Ich finde ihr Outfit richtig passend. Ich freue mich schon auf das Outfit nachher in der Arena. Da sah die Schauspielerin von Padme ziemlich gut aus. Aus mehreren Gründen. So. Ah, Senatorin, wir hörten von der Explosion auf der Landeplattform. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass ihr unversehrt seid. Sicher? Wild. Oh. Hat Mace Windu und... Hatte er da gerade eine Vorahnung? Oh, der arme Trottel da hinten.
eure Tragödie auf der Landeplattform. Schrecklich. Ich glaube, dass Count Dooku hinter all dem steckt. Putz die Scheibe. Count Dooku war ein Sanjedi. Er könnte nie ein Attentat durchführen. Meister Jedi, dürfte ich vorschlagen, die Senatorin unter den Schutz von euer Gnaden zu stellen? Vielleicht jemand, der euch vertraut ist. Annie? Meine Güte, bist du groß geworden. Okay. Du aber auch. Ich meine, du bist noch schöner geworden. Ja. Wunderbar. Wir spielen jetzt den bekifften Obi-Wan aus Episode 2. Da die alten Bekanntschaften nun wieder aufgefrischt wurden, erlaubt uns, euch zu eurem Quartier zu geleiten, Senatorin. Danke, Meister Kenobi, aber das wird nicht nötig sein. Ich brauche keine weiteren Wachen. Ich brauche Antworten. Ich möchte wissen, wer mich töten will. Wir sind hier, um euch zu beschützen, nicht um Nachforschungen anzustellen. Wir werden herausfinden, wer dich töten wollte, Padme. Das verspreche ich dir. Wir werden unseren Auftrag nicht ausweiten, mein junger Padawan. Selbstverständlich dient es nur dem Zweck, sie zu schützen, Meister. Vielleicht werden ja allein durch eure Anwesenheit die Mysterien um diese Bedrohung gelüftet. Wird sie Padme ausgesprochen? Oder wurde es gerade einfach falsch? Also keine Ahnung, ich habe immer gedacht, sie heißt nur Padme. Also ich hab das nie so ausgesprochen. Aber vielleicht ist auch die deutsche Synchro falsch, kann ja auch sein. So, der sah verdächtig aus. Padme? Ich meine, Padme? Ja, ich finde Obi-Wan schon cool. In Episode 2 hatte Obi-Wan so ein bisschen sein ist es noch sehr weit, Meister? Seine High-Phase. Meine und Padmes Gesellschaft bereits, mein Padawan? Nein, natürlich nicht, Meister. Das habe ich damit nicht sagen wollen. Es ist nicht mehr weit. Meine Unterkunft liegt gleich da vorn. Gut, haben wir es jetzt mal geschafft, oder? Wir sind da. Wollen krass. Sie ist einfach despawned in der Wand. Wunderbar. So habe ich das doch gerne. Sie verschwindet einfach wie ein Geist. Danke, dass ihr mich sicher hergebracht habt. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich ziehe mich zurück. Kann ich mich mit dir zurückziehen? Okay, nächste Hauptquest. Oh, die Viecher sind im Film so ekelhaft. Es sind wie so langgezogene Silberfischchen. Bleib hier. Oh Gott. Da ist sie. Lass sie nicht entkommen. Und gut zielen, da sind überall Zivilisten. Wir halten sie auf, Meister. Das verspreche ich. Ich ziehe so gut es geht. Wenn wir also vorher nicht abstürzen würden, wäre das hilfreich. Meister, ihr müsst euch entspannen. Ich bin ein erstklassiger Pilot. Du musst noch viel lernen, mein junger Schüler. Und fliegen gehört definitiv dazu. So, wie sieht's aus? Also allzu viel Schaden machen wir nicht. Ich frage mich nur, warum nicht. Schau, wohin du schießt, Anakin. Ja, auf die Zivilisten. Hat sich dein Hirn in Sand verwandelt, Anakin? Pass auf die Energiekupplung auf. Warte, was hat er gerade gesagt? Hat sich dein Gehirn in Sand verwandelt? Aber wir machen immerhin mal wieder Schaden.
oft muss ich es dir noch sagen? Nie durch Energiekupplungen. Vielleicht noch ein einziges Mal. Habe ich die Energiekupplung jetzt kaputt gemacht? Ah, die kann man kaputt machen? Lol. Okay, das macht doch Sinn. Perfekt. Komm schon, Sam. Geht's endlich mal drauf. Das war sogar ein Minikit wert? Okay, lol. Da vorn, in den Tunnel rein. Wir haben es fast geschafft. So, wir holen auf. Ein paar Zivilisten gehen natürlich drauf. Aber das ist halb so wild. Nicht aus den Augen von Come on. Bin ich nun ein besserer Pilotmeister? Immerhin bin ich noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Den Auftrag. Es war ein Kopfgeldjägerland. Ein vergifteter Pfeil. Da. Wir müssen uns aufteilen. Eskortiere Senatorin Amidala zurück nach Naboo. Dort ist sie sicher. Natürlich, Meister. R4, ich denke, du kannst mir bei etwas helfen. Wieso R4? Okay, wir haben ordentlich viel freigeschaltet. Hätte ich nicht gedacht. Der Typ im Hintergrund macht wieder Party. Ein alter Freund im Diner um die Ecke weiß alles über solche Dinge. Sehen wir mal, ob ihm dieser Pfeil etwas sagt. Oh, ist es der... Oh, das ist doch der mit den Killersticks. Der Outlander Club hat mir so viele gute und einige absolut schreckliche Zeiten beschert. Ich hatte Streit mit einem Kopfgeldjäger. Hab meinen Job verloren, bin nach Hause und musste feststellen, dass mein Schlüssel nicht mehr passt. Trotzdem würde ich es um nichts in der Welt anders machen. Trottel. So. Müssen wir jetzt erst in den Club? Ah, schade, dass wir nicht die Clubverfolgung noch mitgemacht haben. Das hätte man doch auch noch einfügen können, aber dann wäre wieder eine Ladesequenz unnötig. Ich gucke mir den Club jetzt trotzdem mal kurz an. Ja, das sieht wild aus. Kriegt man hier auch Killersticks angeboten? So, gehen wir raus und gucken mal, was hier so abgeht in der Gasse. Wir müssen nach oben. Oh, das ist eine krasse, große Open World. Gefällt mir. So, hier geht's rein. Nee. Wo ist denn Dexter's Diner? Lol. Ist es noch weiter oben? Anscheinend ja. Ich hatte es nicht so hoch in Erinnerung. Ich habe gedacht, es steht irgendwie bei einer Ecke oder so. Ah, da ist es doch. Ist das Admiral Akbar? Na, wer stellt jetzt die Fallen? Warum stirbt er nicht?
Okay. Gut. Also komm, Dexter Baxter. Okay, reg dich nicht so auf. Ich mach ja so schnell ich kann. Du, hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin, ist eine Sicherung durchgebrannt. Und ich schaff's nicht, alle Kunden zu bedienen. Würdest du deinem alten Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Ich bring die alte Wanda wieder in Ordnung. Wenn wir fertig sind, gehöre ich ganz dir. Okay, toll. Du musst einfach nur herausfinden, was die Kunden bestellt haben und ihnen dann das Richtige bringen. Okay, ich glaube, ich bekomme es hin. Wenn das schafft, dann sicher auch ein... Was willst du? Was ist denn nun mit meiner 6-6-Schicht-Torte? Dauert es etwa eine ganze... Okay, du willst die 6-6-Schicht-Torte. Perfekt, vielen Dank. Was willst du? Es geht doch nichts über ein großes Tässchen Ardis. Wohin ist diese Kellner? Warte mal, Ardis ist das hier. Ihr verkauft hier doch Ardis, oder? Und ihr wisst auch, was Ardis... Wo ist mein Shoulder Club Sandwich? Okay, warte mal, der andere will ein Club Sandwich? Ah, hier. Sieht lecker aus. Gut. Du willst Ardis. Es geht doch nichts über ein... Mein Ardis, danke. Ja, kein Ding. Aber mal, ihr wollt auch noch was? Ich glaube, es wäre fast schneller nach Naboo zu fliegen und mir dort selbst ein paar Nunaschenkel zuzubereiten. Okay, ich glaube, das sind die Viecher von den Gungans. Und ihr wollt in dem Fall den Giftcocktail. Besser spät als nie. Also komm, Dex. Haben alle ihre Bestellung erhalten? Klasse. Ich schulde dir was. Und Wanda auch. War reichlich Arbeit nötig, aber sie wird schon bald wieder Tische abrollen. Worüber wollt ihr reden? Setzt euch! Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Kamino Saber Dart. Kamino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Kaminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4. Ich habe Kamino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Okay, der Dude ist einfach tot. Obi-Wan auf einmal einfach Killer. Ich habe auch noch nie von Kamino gehört. Überprüfen wir die Koordinaten von Dex in den Jedi-Archiven. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Komm mal, aber... Hier muss doch irgendwo noch ein... Da kommen wir leider noch nicht dran. Schade. Da steht sie gerade zum Aufladen. Na, schade. Aber vielleicht können wir es mal anders holen. Warte, wir müssen jetzt zu... Zum Senatsbezirk, genau. Gute Reise. Da machen wir gerade eine Schnellreise. Dann gehen wir rüber und dann gehen wir zum Jedi-Tempel, glaube ich. Und von dort aus geht es dann weiter Richtung Archive. By the way, also die Stats bringen doch was. Im letzten Part habe ich einfach nur Scheiße gelabert. Ihr schaltet Charaktere durch Mission frei. Und könnt sie damit Stats kaufen. Ihr schaltet also nicht alle Charaktere über die Hauptstory frei, sondern müsst auch Nebenmissionen machen. Danke, dass ihr mit uns geflogen seid. Viel Spaß im Senatsbezirk. Wunderschön.
Wohin muss ich? Ich muss doch gleich weiter, oder? Scheint, als wärt ihr bereit für die Fahrt. Jo, Richtung Jedi-Tempel. Okay. Nun da sein. Oh, da bin ich jetzt echt schneller da. Lol. Der Jedi-Tempel sieht schon wild aus. Uff. Nobel. Hat was von der katholischen Kirche. Kinder hat's auch drin. Es ist die katholische Kirche. Immerhin sind die Ladezeiten nicht so lang. Man hat zwar viele Ladebildschirme, aber die Ladezeiten sind nicht so lang. Oh, man kann Jedis abschlachten? Auch die Kinder? Man kann auch die Kinder abklatschen. Tja. Ich nehme Anakin da mal ein bisschen was ab. Okay, R4. Lade die Koordinaten ins Terminal. Sieht schon cool aus. Oh Gott, wie geht denn das jetzt nochmal? Wunderbar. Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder? Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Count Dooku. Meditieren darüber, ich werde. Die Büsten müssen der Geschichte entsprechend richtig angeordnet sein, aber ich gleiche sie gern mit den Bildern ab. Uff. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Die ja, komm, hau raus. Die Sumpfschwinge war ein so hitziger Wettkampf, dass ihm Gemälde und Büsten in den Archiven gewidmet wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, Dooku belegte den ersten Platz. Obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil der Schiedsrichter die Sumpfschwingen, die auf seinem Kopf nisteten, nicht gezählt hatte. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln. Konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige fing. Und das auch nur, weil diese von einer Bö gegen eine Fensterscheibe geweht worden war. So lautet die Geschichte. Okay. Wo muss ich die Büsten jetzt anordnen? Warte mal. Ist es Dr. Strange? Nee, das ist Dooku. Und wie muss ich das jetzt ordnen? Muss ich das von hinten nach vorne ordnen? Von vorne nach hinten? Weil so ähnlich hätte ich es ja geordnet.
Ah, nee, warte mal. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Du kommst vielleicht hier hin? Ja, komm. Danke. Ah, guck mal, er steht richtig. Ah, hier unten ist... Warte mal. Du bist letzter. Ich habe die Dinger hier nicht gesehen. Nein. Warte. Yoda brauche ich mal nicht. Obi-Wan war vor Qui-Gon, oder? Jo. Und du hattest Glück. Und Yoda war halt der, der die ganze Zeit einen auf Trottel gemacht hat. Und verhandeln musste. Oh Gott, das ist mühsam. So. Und raus kommt der Kyber Brick. Wunderbar. Gut, war's das? Schön. Kann ich jetzt raus? Super. Perfektomat. Dann geht's jetzt nach Kamino. Zum Weltraum über Kamino. Obi-Wan fliegt mit seinem Starfighter. Ja, das ist einer meiner Lieblings-Starfighters. Der von Obi-Wan ist einfach cool. Ja, das sollte das richtige System sein. Halte die Augen offen nach unserem fehlenden Planeten. Wo ist denn der fehlende Planet? Ich sehe ihn nicht. So, müssen wir jetzt einfach nach unten, um zu landen? Oder was müssen wir machen? Okay, wir landen. Also ist es doch ein Ladebildschirm. Lül. Tipoca City auf Kamino. Was erwartet uns hier? Meister Jedi, ich habe euch erwartet. Ach echt? Willkommen. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Ich werde erwartet. Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Er wird sicher stolz sein auf die Armee, die wir für ihn bauen. Die Armee? Es sieht so clean aus hier. Eine Klonarmee. Aber ihr könnt es sicher kaum erwarten, die Einheiten zu inspizieren. Hier entlang, bitte. Als mein Meister euch den Auftrag für die Armee erteilte, sagte er euch dafür, wen sie war? Selbstverständlich. Meister Sifo Dyas bestellte diese Armee für die Republik. Meister Sifo Dyas? Er wurde doch getötet. Und das schon vor fast 10 Jahren. Es tut mir leid, das zu hören. Ah, Kamino sieht schon cool aus. Sehr beeindruckend. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Hier, die Embryos sind einfach so kleine Minifiguren. Nettes Detail. Ich staune ziemlich viel bei dem Spiel. Oh, Entschuldigung. Auch wieder eine gigantische Fläche. Ah, hier sieht man die Erwachsenen.
Boxen da zwei? So sieht man auch irgendwie, wie so ein Ding aufgebaut ist. Ein Klonkommando. Also in der Mitte werden praktisch die Embryos gezüchtet. Und was ist das? Sind das einfach Lego-Teile? Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung stellte Fett nur eine einzige Forderung. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Kurios, nicht wahr? Unverändert? Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und ohne Wachstumsbeschleunigung. Okay. Netter Bursche. Was mit dem auf sich hat, sehen wir dann im nächsten Part. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, blast mir den Schuh. Im nächsten Part geht's weiter. Tschüss und bis bald. Ist hier eine Küche oder so? What the fuck?